Oliver Rohrberg, herzlich willkommen auf dem roten Teppich. Freue mich sehr. Wir haben uns aufs Du geeinigt, aber bitte noch nichts sagen jetzt, denn wir blenden jetzt mal kurz das Bild weg, damit die Zuschauer sich voll und ganz auf deine Stimme konzentrieren können. Justus Jonas ist ewige 17, übergewichtig und hyperintelligent. Welche Eigenschaften findest du da wieder? Das Alter habe ich nicht mehr. Ich bin auch, glaube ich, nicht hyperintelligent. Nein, wir unterscheiden uns tatsächlich sehr. Aber wir teilen uns die Stimme und das ist ja immerhin etwas. Ganz viele haben jetzt wahrscheinlich so einen Aha-Moment gehabt, denn du bist die Stimme einer ganzen Generation. Das kann man so sagen, seit 40 Jahren sprichst du eben den ersten Detektiv Justus Jonas in den drei Fragezeichen. Wie ist das, wenn du ins Taxi einsteigst und die Adresse nennst oder wenn du irgendwo anrufst? Welche Reaktionen kriegst du da so? Naja, die Leute erkennen mich an der Stimme, fragen dann nach, sind sie es, bist du es oder sind sie der Sprecher von? Also das passiert mir schon sehr häufig. Was waren denn so die skurrilsten Autogrammwünsche, die du hattest? Alles Mögliche. Also mir werden Babys hingehalten, die Justus getauft wurden, dann soll ich den Strampler signieren. Ich habe Waden signiert, das wurde dann später eintätowiert. Ich habe Rollstühle, Blindenstöcke, alles Mögliche schon signiert und das bedeutet den Leuten was. Wir haben hier den roten Teppich für dich ausgerollt. Bist du eher der Typ, der auf dem Teppich bleibt oder der schnell mal in die Luft geht? Ich bleib, glaube ich, auf dem Teppich. Also ich bin sehr emotionsgeladen. Das schon. Ich habe ja auch zwei Fußballdauerkarten. Insofern fahre ich auch mal aus der Haut. Aber insgesamt, was das Leben betrifft, bleibe ich auf jeden Fall auf dem Teppich und bin sehr dankbar für den Erfolg, den ich haben darf. Ich habe jetzt mal ein paar Stichworte für dich. Die würde ich dir gerne mal so spontan hinwerfen, mit der Bitte eben auch um eine spontane Antwort. Okay? James Bond oder Sherlock Holmes? James Bond. Edgar Wallace oder Alfred Hitchcock? Alfred Hitchcock. St. Pauli oder Hertha? St. Pauli. Kirschkuchen oder Sauerbraten? Sauerbraten. Buch oder Hörspiel? Buch. Krimi oder Schnulze? Krimi. Jens Wawrzeck und Andreas Fröhlich, also deine beiden Mitdetektive kennst du jetzt auch schon seit 40 Jahren oder sogar noch länger. Ist das so eine richtige Männerfreundschaft, muss man sich das so vorstellen? Wie ist das, wenn ihr auf Tour oder eben auch im Studio seid? Also das ist natürlich eine ganz, ganz dicke Freundschaft, wenn man sich so lange begleiten darf. Das ist ja auch was Wunderschönes, dass wir also unsere ganze Entwicklung zum Menschwerden mit den anderen begleiten durften. Wir haben uns zu ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten entwickelt, aber es ist trotzdem eine ganz dicke Freundschaft und Verbundenheit. Ist das eigentlich tatsächlich was Besonderes, dass deine Stimme eben auch noch so jung ist? Oder wie geht das, dass du dich eben auch mit 54 noch so anhörst, als wärst du 17? Was machst du dann? Ich mache das ganz einfach mit meiner aus der schauspielerischen Haltung heraus. Also ich versuche mich in einen 17-Jährigen hineinzuversetzen. Der hat einen anderen Blickwinkel aufs Leben. Der hat eine ganz andere Haltung als ich als 54-Jähriger. Und insofern rutscht die Stimme dann schon von ganz alleine ein bisschen höher. Kollegen, wir müssen jetzt unbedingt noch los und diesen Verbrecher da fangen. Wenn man sich deine Karriere mal anguckt, das ist ja eigentlich eine Aneinanderreihung von Superlativen. Ihr habt über 50 Millionen Tonträger verkauft mit den drei Fragezeichen. Ihr steht im Guinness-Buch der Rekorde mit dem weltweit größten Live-Hörspiel auf der Waldbühne in Berlin war das. Und Hunderttausende feiern euch live bei diesen Shows. Wie hast du es geschafft, da so bodenständig zu bleiben? Ich weiß es nicht. Also das ist einfach meine Haltung im Leben. Ich bewundere das, ich nehme das voller Demut an. Ich bin dem Publikum hoch dankbar, dass die ausgerechnet das jetzt so angenommen haben. Natürlich wissen wir alle, sie schlafen damit ein. Das ist also, drei Fragezeichen ist mittlerweile eine anerkannte Einschlaftherapie. Ich habe noch ganz kurz was vorbereitet und zwar für ein Live-Hörspiel. Wenn du diese Sachen hier hast, fällt dir da irgendwas zu ein? Naja, das ist natürlich ganz klar, das ist natürlich ganz klar die Flex auf dem Schrottplatz, die im Hintergrund. Na, die ist ein bisschen schwach auf der Brust, die Flex hier. Aber damit kann man wunderbar die Flex eigentlich andeuten. Das ist hier natürlich ganz klar klassisches Live-Hörspiel. Bräuchten wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen wenn mehr. Wenn man also sagt, oh Gott, lass mich los, du brichst mir den Arm. Und dann macht das, und dann hat man sofort den Schmerz, wenn man hört, wie der Sellerie bricht. Dankeschön. Oliver Rohrbeck, ich glaube, dein Job ist auf jeden Fall sicher bis zur Rente. Da kann man von ausgehen, denn da kann noch ein bisschen was kommen mit den drei Fragezeichen. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.